Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft. Das ist jetzt ein ganz ungewohntes Bild. Ich bin hier bei den Riemen, um auszusuchen, welchen ich spielen kann. Weil ich wollte das ja diese Woche jetzt machen. Ich erwürfe mir den Charakter, welchen ich spielen werde. Und damit auch wirklich alle Charaktere rankommen, aber was das alle Charaktere rankommen, damit ich auch auf jeden Charakter würfeln kann, müsste ich auch auf jeden Server oder jeden Riemen würfeln. Also, das wäre jetzt Norgalon, Frostwölfe, die ewige Wacht und die Agent Argus Wacht. Gut, dann würfel ich jetzt einmal für den Server mit einem Würfel. Wäre eigentlich unfair, weil dann würde Norgalon und Frostwölfe zweimal rankommen können. Dann halt mit zwei. Dann habe ich 12. 12 geht durch 4. Gut, ich würfe mit 2. Ich habe eine 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Norgalon. Mein Hauptserver normalerweise. So, das ist Norgalon. Und das sind meine Charaktere. Und da würde ich jetzt halt wieder würfeln. Das sind 11 Charaktere. Und 12, wenn ich mit einer 12 würfel, könnte jeder einmal rankommen. So, und ich habe eine 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre mein Ali-Schurke. Dann gehe ich mal mit denen schon mal rein. Und dann werde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn die PvP-Runde losgeht. Bis dann, viel Spaß! So, da sind wir wieder mit den Schurken in die Runde von Katmogu. Warte mal, Tempel von Katmogu. Genau. Ja, mit dem Schurken habe ich schon ewig nicht mehr gespielt. Deswegen ist er auch noch auf 91 gewesen, also jetzt ist er auf 99 hochgesetzt. Naja, schauen wir mal, was daraus wird. Ach, hier habe ich das genau gedreht. So, schauen wir mal. Gifte auftragen, ne? Das ist erstmal wichtig. Verkrüppeltes Gift. Mundgift. Oh, tödliches. Ich glaube, verkrüppeltes ist besser. Für PvP. So, einmal das. Ja, vielleicht noch Buffwood hier. Meisterschaft. Eine Stunde lang Meisterschaft um 30 erhöht. Das ist ja gut an. Oh. Warum ist das hier so bunt? Ach, das kann man ja bei WoW irgendwo einstellen. Ja, so wie ihr seht, ich habe wirklich Ewigkeit den Schurken nicht mehr gespielt. Das brauche ich nicht für PvP, das ist für Raids. Dein Ziel ist, was ich meine. Ich glaube, das waren erstmal die hier. Und die dort. Ne, das sind die. Ah. Also, ich nehme aber keine Kugel. Weil ich probiere erstmal hier. Schon mal einmal tot.
Los, bleib Arsch. Dankeschön. Was habe ich ja nicht. Gott sei Dank. Den kann ich auch nicht vergessen. Habe ich noch richtig gut, oder? Ah, nicht letzter. Nein. Ich würde gerade auf Horde drücken. Spiel ja sonst mal Horde. Das ist mein schönes Pferd. Ein Einhorn. Da. Oh, da ist einer. Mache ich das gerade? Ich glaube nicht. Habe ich jetzt gerade abgehört? Bin entsetzt. Ah, das Gift bleibt drauf, auch wenn man stirbt. Oh, dritter Platz von Allianz. Ich bin begeistert. Obwohl ich gar nicht mehr weiß, wer den Schurken spielt. Also, hiermit war Kombo-Punkte erstellen. Das ist mein Masterschlag. Wie heißen die immer? Finnische. Genau, finnische Schlag. Na los, komm schon. Ah. Das Warten, das kommt dann immer so ewig vor, obwohl das ein paar Sekunden sind. So, jetzt werden wir aber den mal ein bisschen einheizen hier. Falsch Knopf gedrückt. Mutig mal. Bleib doch stehen. Ja.
ist orientiert. Kein Thema. Dann nehmen wir den hier. Hirnhieb. Genau. Das sind die beiden zum Werfen. Okay. Warum? So. Tja. Ihr könnt mich mal. Komisch. Wenn ich mit der Horde spiele, gewinnt die Allianz meistens. Wenn ich mit der Allianz spiele, gewinnt die Horde meistens. Also, ich denke mal... Ich bin so ein guter Spieler, dass die mich mit schlechteren Spielern zusammenpacken. Deswegen. Oder? Hört sich ja logisch an. Ein bisschen Pets killen hier. Was? Einmal kurz dran. Ach ja, das war ja lang. Ich hab's geschafft. Und ja. Exakt. Mage war das. Nur einmal. Zack. Ein Trick gemacht. So. Jetzt wollen wir es wissen. Wir wollten es wissen und die haben es uns gesagt. Oh, jetzt am Ende war ich doch ganz schön schlecht. Oh, ich habe einen Kill. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Na gut. Das war eine Runde. Ja, da bin ich. Das war eine Runde mit den Schurken, mit den Ali-Schurken. Oder Ali-Schurkin. Ist ja eine Frau, die man unschwer erkennt. Und ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin, viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss.